Wem gehören die Medien? Heute war ja von den Medien schon die Rede. Das ist nämlich die nächste spannende Frage. Wem gehört das Ganze? Ein paar reichen Familien, und die meisten kennen Sie sogar. Springer, die bekannteste reiche Familie. Friede Springer, das ist Bild, Bild am Sonntag, Bild der Frau, Computerbild, Autobild, Welt, Welt am Sonntag, muss ja ein bisschen Konkurrenz und Abwechslung geben. Jede Menge Fernsehzeitschriften, Privatfernsehen beteiligt, N24 gerade ganz gekauft. Bild ist so mächtig, da legt sich keiner mit an. Deshalb geben alle Politiker der Bild-Zeitung Interviews. Die können jeden platt machen, wenn sie wollen. Der Wolf, der musste weg. Der hatte gesagt, der Islam gehört zu Deutschland. Und hatte noch einen Vortrag über die Zinspolitik gehalten während der Finanzkrise. Darüber ist schon gar nicht mehr berichtet worden. Da hat die Friedrich Springer so gemacht. Da machen die den weg. Der hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, der Wolf, außer dass er ein bisschen blöd war. Das war noch nie ein Grund für einen Rücktritt, oder? Die zweite mächtige Familie, die Sie kennen, ist die Familie Mohn. Die sitzt in Gütersloh. Da steckt das mit dem Betäuben der Bevölkerung schon im Namen. Bertelsmann sagt Ihnen mehr. Das ist ein Familienbetrieb, der heißt Bertelsmann gehört der Familie Mohn. Liz Mohn steht an der Spitze. Friedrich Springer und Liz Mohn, die erfolgreichsten und mächtigsten Frauen des Landes, haben dasselbe Geschäftsmodell, haben als Kindermädchen in den reichen Familien angefangen, haben die Ehefrau weggebissen und den Alten überlebt. Das ist das Modell Schwarze Witwe. Sehr viel erfolgreicher als Feminismus. Fragen Sie Alice Schwarzer, die alte Bild-Zeitungsnutte. Bertelsmann ist der größte Konzern, der größte Verlag der Welt, Random House. Bertelsmann hat Gruner und Jahr jetzt gerade ganz gekauft. Das ist dann Stern, Brigitte und so weiter. Können Sie alles nachgucken. Bertelsmann gehört auch ein großer Teil vom Spiegel. Spiegel, die Bild-Zeitung für Abiturienten. Früher war das mal ein aufklärerisches Magazin, heute ist alles längst gleichgeschaltet. Sind Sie heute kein der Chefredakteur der Bild-Zeitung, Nikolaus Blome, Chefredakteur beim Spiegel? Wäre das ja früher undenkbar gewesen. Heute ekeln die reichen Familien Sie auch für nichts mehr. Es ist alles offen und ehrlich. Bertelsmann ist auch Privatfernsehen, RTL 1 bis 24. Die Funktion der Medien, die Verblödung der Massen, hat der Kohl noch clever geplant. Privatfernsehen hat er eingeführt, der Kohl wusste, das Volk braucht Brot und Spiele. Je trockener das Brot wird, desto lustiger müssen die Spiele werden. Nach 30 Jahren RTL ist es doch alles perfekt. Das Dschungelcamp ist die erfolgreichste Sendung im deutschen Fernsehen. Die meisten Unterhaltungssendungen in den Privatsendern bestehen aus Kindergeburtstagsspielchen. Sackschlagen, Eierlaufen, Topfhüpfen. Wir sind wieder bei Gladiatorenkämpfen angekommen. Schlag den Raab. Und er steht immer wieder auf. Das ist das furchtbar. Bertelsmann macht aber auch Politik mit der Bertelsmann Stiftung. Da werden ja nicht nur die Studien gemacht, da werden auch ganze Gesetze entwickelt. Hartz IV ist von der Bertelsmann Stiftung geschrieben worden, nicht von Peter Hartz, der hat ganz andere Löcher gestopft in der Zeit. Wenn Peter einer geht noch rein Hartz. Wenn der den französischen Präsident Hollande berät, kann es nur um die besten Puffs in Brasilien gehen, meine Damen und Herren. Noch eine Reichsfamilie, die Sie kennen, Burda. Burda, das ist Boulevard. Man sagt auch Gosse, Gala, bunte Frau und Kind, killen Hühn, womit Sie so Ihr Resthirn einwickeln. Fokus ist auch Burda. Das ist jetzt Spiegel für Hirnamputierte. So eine Art journalistisches Endlager. Sie müssen mal nachgucken. In Hannover regiert die Familie Mattsack. Der gehören alle Zeitungen nach Hannover, in Niedersachsen bis nach Rostock hin. In Köln können Sie keine Zeitung lesen, die nicht David Dumont gehört. Können Sie nicht lesen. Gibt es keine. Das sind Monopole. Am ganzen Niederrhein ist die Rheinische Post. Das sind vier reiche Familien. Auch die Süddeutsche Zeitung gehört inzwischen einer reichen Familie aus Ludwigshafen, der Familie Schaub. Auf die bin ich gestoßen, als ich in Chemnitz geguckt habe, wem die Zeitung da gehört. Ich denke, Ludwigshafen, Schaub, Chemnitzer Freie Presse, wie kommen die denn zusammen? Chemnitzer Freie Presse war die Zeitung mit den meisten Abonnentenzahlen der alten DDR. Die hat der Kohl der Familie Schaub an der Treuhand vorbei zugeschüstert nach der Wende. Ludwigshafen, Oggersheim, muss ein Zufall sein, ist eine Verschwörungstheorie. Wir wissen bis heute nicht, wer die Spender wirklich waren. Der Kohl hält dicht, zumindest an der Stelle. Im ganzen Ruhrgebiet herrscht die Familie Funke, Funke Medien. Früher war es die Watz-Gruppe. Jetzt ist es eine Familie, Funke Medien. Und diese reichen Familien, meine Damen und Herren, die brauchen keinen Schießbefehl, die brauchen keine Mauer, die brauchen keine Stasi. Die haben den Stachelhalter durch die Köpfe der Menschen gezogen. Wenn Sie 40 Jahre lang den Wirtschaftsteil solcher Zeitungen gelesen haben, dann ist es auch zu spät. Das habe ich inzwischen begriffen. Ich sehe es den Menschen jeden Abend an. Ich kann doch gar nicht recht haben. Sonst müssen Sie ja zugeben, dass ich 40 Jahre lang für blöd verkaufen lassen und dafür noch Geld bezahlt habe. Beschäftigen durch Wachstum,
kapitalgedeckte Altersversorgung. Mein Lieblingssatz ist, Soziales, was Arbeit schafft. Da würde kein Mensch widersprechen. Ich würde sagen, Herr Pofalla, wenn ich Ihnen Ihre Hackfresse mit einem Baseballschläger zertrümmer, schafft das im Krankenhaus jede Menge Arbeit. Aber die sind Sätze, die schlug der Stacheldraht. Kapitalgedeckte Altersversorgung, Zins- und Zinseszinspolitik. Die Griechen müssen wettbewerbsfähig werden, damit sie uns die Arbeitsplätze wegnehmen. Perfektes System. Und in diesem System, meine Damen und Herren, wo Politik gemacht wird für die reichen 10% und die reichen Familien die Medien kontrollieren, in diesem Land ist die Merkel die ideale Kanzlerin. Weil die wird den Reichen selber nicht gefährlich. Die Merkel hat selber keine finanziellen Interessen, das glaube ich wirklich. Aber die interessiert sich auch überhaupt nicht für Politik. Die ist einfach gerne Kanzlerin. Warum, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich aus demselben Grund, aus dem Til Schweiger gerne Schauspieler wäre. Dankeschön.